Hallo ihr Lieben, ich fange mal einen neuen Mischmasch-Haul an. Heute bei Rewe. Rewe ist eine Apotheke. Ach, das reimt sich sogar, na super. Wir haben einmal gekauft 39 Cent Brezen, Mohnsemmel 49 Cent und Weltmeisterbrötchen auch 49 Cent. Wir wollten eigentlich nur zum Rewe, beziehungsweise wir sind einfach komplett als Familie losgefahren, um Brot zu holen, weil jeder mit wollte. Keine Ahnung warum eigentlich, aber jeder wollte mit. Genau, um Brot zu holen. Es kam natürlich wieder so ein bisschen mehr mit wie Brot. Ja, aber es ging noch. Es hielt sich in Grenzen, aber auch bei der Rewe irgendwie. Wir waren heute in einem ganz anderen Rewe, wo wir sonst echt nie hinkommen. Da war irgendwie. Ja, da hat man nichts gefunden. Also da hat man irgendwie. Nee, keiner hat zurecht irgendwie was gefunden. Da haben wir so ein Bauernleibelbrot. Nicht mal frisches Brot hatten die, was wir eigentlich wollten. Da haben wir so ein abgepacktes Brot jetzt gekauft. Ja, nicht mal das. Also normalerweise. Naja, wobei die Brotmaschine beim Rewe eh eine Katastrophe ist. Hätten wir eh selber schneiden müssen. Auf jeden Fall so ein Bauernleibbrot. So ein abgepacktes Brot hier, glaube ich, für 2,39, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist der Zettel. Ja, 2,39. Dann haben die Bella Weintrauben mitnehmen wollen. Die hat aber komisch, die hat schon halbe Rosinen mitgenommen. Sehen das schon. Rosinchen mitgenommen. 1,99 für das Packerl. Und Heidelbeeren hat sie noch mitgenommen für 1,99. Amelie wollte ihre Kiwi. Und Luana wollte auch eine Kiwi für jeweils 39 Cent. Eine Gurke für 69 Cent. Und ich habe keine Cola Light mehr. Ich muss, glaube ich, morgen groß einkaufen. Weiß nicht, ob ich morgen Großeinkauf mache. Oder am Samstag. Vielleicht mache ich morgen auch Großeinkauf. Oder am Samstag. Am Samstag hat aber Amelie Geburtstag, da wollen wir das feiern. Ja, wir feiern ja auch, aber erst mittags und ich muss ja auch kochen. Wir machen ja auch. Mal schauen. Vielleicht gehe ich auch morgen Großeinkauf. Aber wir haben einen Großeinkauf, so viel braucht man nicht, aber halt fürs Festel brauchen wir was. Ich glaube, wir gehen morgen Vormittag einkaufen, dann hätten wir das gleich hinter uns. Genau, ihr Lieben, ich melde mich wieder, wenn wir einkaufen wollen. Hallo, ihr Lieben. Ich mache mal weiter beim Mischmascholl. Ich war gerade im Kaufland einkaufen und sollte, glaube ich, drei Sachen kaufen. Aus den drei Sachen ist sogar, ich kaufe eine Tüte geworden, weil ich dachte mir, Mist, ich habe ja gar keine Tüte mitgenommen. Ich muss das mal wegmachen, das sieht immer so komisch aus. Und danach mache ich es wieder hin, nur für euch. Nur, aber, als ob das jetzt hier besser aussieht. Ah, ich wollte irgendwann eh mal ausmisten, dann ist es wieder hier clean. Oh, deswegen kann ich eigentlich den Mädels mit Eiswürfeln rausstellen. Dann haben sie immer was zum Trinken. Habe ich extra gekauft und noch nicht einmal benutzt. Ne? So, ihr Lieben, aber jetzt hat hier. Ich habe einmal hier so einen Salat. Da ist noch die Wurzel mit dran. Vielleicht pflanze ich die dann einfach wieder ein. Weil ich gedacht habe, also ich habe so Bock auf so einen Salat. 99 Cent. Dann einmal Krustenbrot für 1,29. Dann einmal Crunch Chips. Die mag mein Mann ganz gerne für 95 Cent. Ich war früher süchtig nach Western Style. Die mag ich, schmeckt gar nicht so geil. Und das ist auch krass, wie sich die Geschmäcker dann doch immer wieder verändern. Deswegen war ich einkaufen, weil wir wollen heute zum Mittagessen Hotdog machen. Hotdog? Hamburgerbrötchen. 99 Cent jeweils. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen dachte ich mir einmal groß, einmal klein. Für die Kinder auf jeden Fall klein. Vielleicht für die Erwachsenen groß, keine Ahnung. Dann einmal Rispentomaten. Da hat das Kilo 1,90 Euro gekostet. Puh, das heißt. Dann habe ich zweimal Mayonnaise außerplanmäßig mitgenommen, weil die im Angebot war für 1,39. Hallo, da muss man zuschnappen. Ich meine, so günstig kommt man immer so schnell in der heutigen Zeit an Mayonnaise. Dann war Hackfleisch sogar, aber hat voll Glück gehabt, reduziert für 1,60 Euro. Deswegen habe ich dann gleich mal ein Kilo mitgenommen und 500 Gramm haben wir noch drin. Sollte dann für unsere Hamburgerbrötchen reichen, 1,5 Kilo. Richtig Glück mit 1,60 Euro. Wann kriegt man Hackfleisch 500 Gramm für 1,60 Euro? Richtiger Zeitpunkt, der richtige Moment dort gewesen. Und das ist nämlich mal abgelaufen. Ne? Leberwurst für 1,19 Euro. Dann hat mein Mann gesagt, ich soll noch ein bisschen Aufschnitt mitnehmen, aber an der Wursttheke, da standen so viele Leute, dass ich keinen Bock habe. Ja, komm, ich nehme so abgepackte Wurst mit. 2,69 Euro. Sind Bierschinken 1,19 Euro, glaube ich. Und Leona, glaube auch 1,19 Euro oder 1,49 Euro, irgendwie so. Und dann dachte ich mir, wir können ja auch Chicken Burger machen. Deswegen dachte ich mir, jetzt habe ich noch Chicken Nuggets mitgenommen für, ich glaube, 2,79 Euro. Zwei Gurken, die standen tatsächlich auch auf meiner Einkaufsliste für 59 Cent jeweils. Pommes, die werden auch nochmal günstiger für 1,89. Früher hat man Pommes echt für 79 Cent bekommen, ein Kilo. Früher. Leute, früher. Glaube und denke doch immer an früher. Wir hatten dann letzten Samstag voll viel Besuch, da hatte ich auch schon bestimmt im normalen Food Hall gesehen. Die Pfanne sind nämlich auf 99 Cent gerade im Angebot.
wenn du die Kauflandkarte hast, ansonsten 1,19 €, also scan die Kauflandkarte. Und da habe ich die, wo uns am besten schmecken, nochmal mitgenommen. Ich wollte Wassermelone auch mitnehmen, aber die waren schon ausverkauft. Die hätte ich nämlich noch gern probiert. Da kam ich nämlich gar nicht dran, die zu probieren. Ich habe hier einmal Mango, Maracuja, Orange zweimal mitgenommen. Hat echt sehr gut geschmeckt. Dann habe ich noch mitgenommen, nochmal. Dreimal mal Mango, Maracuja, Orange. Und dann einmal noch Granatapfel, weil den konnte ich auch nicht mehr probieren. Aber der war wenigstens noch da. Das ist mit, komm, probier mal. Und mein Mann mag so gern Granatäpfel. Und ja, deswegen habe ich ihm die mitgekriegt. Hast du Granatapfel am Samstag probiert? Nee, hat auch nicht geschafft zu probieren. Genau. Und die Tüte für 55 Cent. Also wenn ich schon genug Tüten hätten. Aber tja, keine Tüte im Auto. Ich räume immer ewig viele Tüten ins Auto. Aber ich weiß nicht, irgendjemand räumt die dann wieder raus, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir wieder mal keine Tüte im Auto. Ich muss jetzt wieder einen Stapel reinräumen und wetten. In kurzer Zeit ist da wieder keine einzige Tüte. Wahrscheinlich werde ich dann auch immer einkaufen gehen und dann die Tüte rausholen. Naja, jetzt haben wir wenigstens wieder eine neue Tüte, weil wir haben ja noch nicht so viele für 55 Cent. Und insgesamt habe ich dann ausgegeben 27,84 €. Hallo ihr Lieben, ich mache mal weiter bei dem Mischmasch-Haul. Wir waren heute schon frisches Obst und Gemüse ernten, das kann ich euch mal zeigen. Einmal so eine komplette ganze Schale voll. Das Kilo kostet 5,10 €. Genau, wir haben dafür 1,80 € gezahlt. Richtig günstig. Bei uns auf dem Feld super frisch gepflückt. Gehen wir super, super gerne. Dann einmal, sowas findet man nicht im Supermarkt. Eine Riesengurke. Eine Riesengurke für 1,20 €. Und für 2,50 € hier noch Karotten, das war aber nicht alles. Karotten, viermal alles frisch selbst gepflückt vom Baum, vier Äpfele und drei Tomaten haben wir mitgenommen. Genau, das hat 2,50 € gekostet. Gurke 1,20 €, die Himbeeren 1,80 €. Genau. Und jetzt waren wir aber gerade noch im Kaufland einkaufen, weil wir morgen wahrscheinlich wandern gehen. Ups, müssen wir auch ein bisschen auf Seite schieben. Und uns dann noch so ein paar Sachen gefehlt haben. Quetschi, auch perfekt zum Wandern gehen, ne? Für die Amelie ganz gerne. 1,29 € ist da gerade im Angebot. Dann haben wir hier ein paar Eier, weil die Mädels mal gesagt haben, sie wollen mal wieder Spiegeleier. 1,99 €. Das wollte die Bella, die Amelie und die Luana unbedingt, so Joghurt. Normal kaufe ich ja immer den Müller mit der Ecke, wenn er im Angebot ist, aber irgendwie wollte ich den jetzt. 45 Cent, Müller mit der Ecke, wenn der im Angebot ist, 33 Cent. Das ist schon krass, ne? Dass die Eigenmarke eigentlich so teuer geworden ist. Dann Premium Original Bergkäse, der hat mich so angelächelt. Ich stehe total auf Käse momentan. 2,22 €, also voll. Ich könnte mich in Käse reinsetzen. Quetschis 1,29 €, wie gesagt, gerade im Angebot. Sonst kosten die mittlerweile schon wieder 1,59 €. Die sind schon wieder teurer geworden. Hier einen Toast für 99 Cent. Könnte man morgen jetzt auch Toastinstitut machen, aber ich glaube, wir nehmen frisch belegte Bälle mit. Da haben wir die einmal mitgenommen. Die waren jetzt noch im Angebot für 79 Cent. Das sind nämlich unsere Feinen. Da gibt es ja nur die normalen und ich glaube, die sind knusprig und das sind auch, ist mehr Gramm drin? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die sind größer. Bella steht total auf Bananen, deswegen hat sie wieder Bananen mit eingepackt. Das Kilo 1,29 €. Dann ist das hier leer. Die habe ich das letzte Mal mitgenommen. Ich glaube, das ist so gut. Wartentasche, ne? Dann haben wir hier auf die Seite, ja, das geht. Nochmal eine Packung, das ist morgens das Wandern für 79 Cent. Die machen wir in der Heißluftfritteuse. Und dann schmecken die voll lecker. Also, mir schmecken die Semmeln besser, wenn die in der Heißluftfritteuse sind, sogar wie im Ofen. Ich weiß nicht, das wahrscheinlich durch das, keine Ahnung, richtig, richtig fein und lecker. Fürs Wandern gehen morgen auch die hier. Eigentlich heute früh habe ich die gekauft und dann wurden noch 20% abgezogen und jetzt nicht mehr, obwohl ich auch die Kauflandkarte benutzt habe. Vielleicht war das so ein Coupon, wo nur einmalig benutzbar ist. Keine Ahnung. Für 1,99 € hat leider keine 20% mehr abgezogen, weil ich heute früh war, ich jetzt auch schon mal kurz im Kaufland. 45 Cent, einmal dieser Knusperjoghurt. Snack It, auch 1,99 € jeweils. Auch hier wurde heute früh noch 20 Cent abgezogen. Am Abend jetzt nicht mehr. Aber die sind nicht offen. Nee. Auch so. Nur nicht so, so aufgeknuschert wie die irgendwie. Da muss man ja immer so aufpassen. Wir haben schon mal so Schimmeldinger gekauft. 2,69 € für bunte Eier. Gekochte bunte Eier wollen die morgen. Da ist aber kein Salz leider drin, gell?
Müssen Sie noch ein bisschen Salz mit einpacken? Wollen Sie morgen zum Wandern mitnehmen? Zirulonis 1,99. Joghurt 99 Cent. Das wollte die Bella mitnehmen. Ich glaube, die macht das sich immer mit Bananen. Joghurt. Dann habe ich von Harry Aufbackbrezel gefroren mitgenommen. Die mache ich mir jetzt zum Abendessen. Ich liebe das. Auch die in der Heißluftfritteuse. Richtig lecker. Mir schmecken komischerweise gefrorene noch mal ein bisschen besser wie die hier. Aber weil wir nicht wussten, wie viel Platz wir noch im Gefrierfach hatten, haben wir einfach jetzt so gemacht. Dann 1,29 für Quirlcheese. Nochmal. Frup ist im Angebot für 33 Cent. Hat mein Mann mitgenommen. Gesagt für heute Abend zum Naschen. Babybells sind auch im Angebot. Süß. Nemo. Haben wir letztens erst angeschaut. Für 2,69. Irgendwie so. Milch habe ich euch im normalen Foodhall schon erzählt. Da hatte ich so einen Coupon. 20% auf alle Milchprodukte, aber nicht auf die Milch, weil Milch ist ja kein Milchprodukt. Keine Ahnung, was da los war. Und jetzt eben hat die neue Angebotswoche begonnen und da ist sie eben für 79 Cent im Angebot gewesen. Fragt mich nicht, warum, was mit dem Coupon nicht stimmt. Keiner konnte mir das so richtig beantworten, weil Milch ist eindeutig ein Milchprodukt. Nee. Was ist Milch? Milch wird ja nicht aus Milch gemacht. Milch ist kein Milchprodukt. Milch ist ein Fleischprodukt, oder was? Du bist ein Fleischprodukt. Du musst in den Kühlschrank gehen. Wir haben auch irgendwo einen Deckel, aber den müsste man halt in der Schublade finden. Aber vielleicht ist es der, schau mal. Ja, das ist der. Nein. Und? Yeah, das ist der. Nein, ist das nicht der. Ja. Das ist so ein weißer, durchsichtiger, weißer. Ja. Doch, müsste ich. Nein. Nein. Das ist der. Guck mal her. Guck mal her, sonst ist der. Das ist nicht der Deckel. Ein weißer Deckel. Da schon ein bisschen. Schimmelt aber, macht dann zu. Das ist nicht der Deckel. Das war ein weißer Deckel. Das ist der Deckel. Nein. Das ist schimmelt. Das schimmelt nicht. 2,99 für Frikadellen. Dann haben wir noch frischen Aufschnitt mitgenommen. Nehme ich morgen zum Wandern. Den frischen Aufschnitt, die Frikadellen. Aber ich glaube, das, wo wir uns ausgesucht haben für morgen wandern, da haben wir so viel Essen dabei. Ja, wir möchten morgen auch nicht nur nach einer Stunde wieder heimfahren. Ja, man kann auch ganz gemütlich einfach an der Bank sitzen, gerne auf seinem Spielplatz gibt. Ich glaube auch. Dann kannst du auch ein Picknickdeckel mitnehmen, dann kannst du hocken bleiben bis 2-3 Stunden, kannst du hinflacken, Mittagsstiefchen machen. Die Kinder sind pitschi nass anfassen. Egal. Leona und Bierschinken einmal, 2,46 haben wir dafür gezahlt. Für 100 Gramm Bierschinken und 150 Gramm Leona. Brezeln, 1,99, können wir auch morgen ein paar auf. Brezeln, 8 Minuten in der Heißluftfritteuse. Könnt ihr dafür Werbung machen? Da bin ich richtig begeistert. Ich wollte immer alle wissen, woher, aber ich habe die Marke jetzt schon ein paar Mal angeschrieben, ob sie einen Rabattcode raushauen, weil so viele wissen wollen, welche Heißluftfritteuse sie ist. Die wollen aber keinen rausrücken und deswegen nö. Nö. Was willst du denn? Wir haben meine Heißluftfritteuse. Einfach nö. Wenn die zu geizig sind, nö. Ja, aber ist doch lustig, aber so stellen wir eigentlich Eier in den Kühlschrank mit dem Laden nicht im Kühlschrank stehen. Weil die dann noch mal ein bisschen länger halten. Landlebekäse. Ganz oft so. 1,49 Euro, weil es länger hält dann. Im Kaufland ist es innerhalb von einem Tag verkauft. Das ist auch so, aber bis zum 6.9. Wenn es nicht kühllagert, kann es bis zum 6.9. halten. 1,19 oder so mit der Kauflandkarte. Oder? Genau, also einfach nur für einmal wandern, einkaufen eigentlich und dann 38,19 Euro weg. Hätten wir auch einkehren können in der Skihütte oben. Mit dem Einkehren. Mit der Einkehr, da gibt es nicht mal eine Hütte, gell? Ihr Lieben, ich beende jetzt den Mischmasch-Haul. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet Inspiration. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Ciao.